Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Pujan und mit mir, ich bin der Sagi. Ja. Moin, moin. Und wir reden heute über den 24. Mai. Und wer hat denn heute Geburtstag, sag mal? Das ist das, was mich immer sofort als erstes interessiert. Wenn ich morgens aufwache, schaue ich auf den Kalender, denke mir, geil, neuer Tag. Und dann zweite Frage, wer hat heute Geburtstag? Wer hat heute Geburtstag? Heute hat Geburtstag Walter Mörs. Jawohl. Sagt dir der was? Klar. Ja, Walter Mörs, Comiczeichner. Die kleine Version von dir. Ne? Comiczeichner von, von. Das kleine Arschloch. Von Captain Blaubeer aber auch. Ja, das stimmt. Der hat viel gemacht. Ja, sehr viel, ja, genau. Weiß man gar nicht so genau, was man alles. Der hat so viele Sachen gemacht, die man alle kennt, ne? Hat Walter Mörs nicht auch der bewegte Mann gemacht? Ja, genau. So viele, ja. Ja, ne? Krass. Ne? Also, ist ein krasser Typ. Hat mal als Comics angefangen und wurde dann verfilmt. Ja, ist ja Comiczeichner. Der Walter. Ja, das einfach nur als Bekräftigung. Hast du noch was zum Walter Mörs? Nee, ach komm, mach du. Okay, gut. Was ebenfalls am 24. Mai passiert ist, ist hier dieser Bürstenhaarverschnitt. Erik Zorbel hat bei einer Pressekonferenz gestanden, zumindest eine Woche lang Doping mit EPO bei der Tour de France 1996 betrieben zu haben. Achso, das war doch dieses, wo er da angefangen hat zu heulen. Genau, da hat er dann einfach mal hier einen auf... Wie hieß der Schalker? Nee, Dortmund. Der Fußballer. Andi Möller. Andi Möller hat er einfach einen auf Andi Möller gemacht. Genau. Ja, aber der hat ja keine Schwalbe da vorher gemacht. Der hat Drogen genommen. Das ist doch schlimmer, als eine Schwalbe zu machen. Nee, Schwalbe ist schlimmer. Echt? Ja, Drogen kann man mal nehmen. Eine Woche lang hat er ja nur. Aber Schwalbe, die hängt dir ewig nach. Das geht nicht. Ja. Danke für diese aufschlussreiche Theorie. Am 24. Mai ist aber auch Tag der kyrillischen Schrift. In Mazedonien. Ja, das ist hier kyrillisch. Ja. Und das ist Mazedonien. Kannst du kyrillisch? Ja. Warum kannst du kyrillisch? Ich bin, ich hatte mal zwei Wochen lang Kyrilliose. War sehr ansteckend. Aber also im Krankenhaus? Aus dem Krankenhaus damit? Ja. Mhm. Kyrilliose. Und das ist kyrillisch. Kannst du kyrillisch? Ich hatte noch keine Kyrilliose. Hast du nicht? Ja, steck dich bloß nicht an. Nee. So. Als 2002, am 24. Mai 2002, säckeweise Futter, das mit Unkrautvernichtungsmittel Nitrofen belastet ist, aufgetaucht ist, wurden mehr als 100 Biobetriebe in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen geschlossen. Das heißt, irgendein Flöterich hat einfach Nitrofen ins Futter reingepackt. So sieht das aus. Und ja. Das ist so eine Chemie, wie heißt das, so eine Laborprobe wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Und das war... So ein bisschen was von Kunst, ne? Erinnert so ein bisschen an die indischen Mandalas. Ich kenne keinen Inder. Am 24. Mai war das gewesen und morgen ist der 25. Mai, dann holt euch mal ein bisschen an. Das hat der 24. so an sich. Ja. Und morgen ist der 25. Mai, holt euch noch ein bisschen Angeberwissen und dann könnt ihr cool in den Tag starten. Richtig. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.